Wie viele Zuschauer finden wohl den Wasserspaziergang auf Tokio Platz? Lass mich schätzen, das weiß ich nicht. 2000 Jahre später. Warte, sagen wir mal 100.000. Es gibt 15.000 Sitzplätze. What's wrong with you? Gutes Tempo füllt die Superkraftanzeige. Doch zu schnelles Schwimmen lehrt sie. Wenn du I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Hit mit X. Hier sind langsamer als Schläge, aber nur eine große Reife. Dann sehr gut. Okay. Dragon Ball. Ja, moin, Mario. Ach, gut. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mario Sonic bei Olympischen Spielen. Tokio 2020, ja. Und gehen wir mal wieder zurück zur Karte von Tokio 2020. Um Bosatschuna zu suchen. Der kleine Racker hat sich nämlich davon gemacht. Und hier ist er. Wassersportzentrum Tokio. Oh, gehen wir da schwimmen? Das wäre geil. Okay, ist das ein Hallenbad? Was gibt's, Toadie? Ich dachte, ich könnte gut schwimmen, bis ich professionelle Schwimmer aus der Nähe gesehen habe. Ja, das mache ich Träume zerplatzen einfach so, man kennt's. Das Schwimmbecken im Wassersportzentrum Tokio ist angenehm kühl, aber während die Olympischen Spiele nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ja, verstehe ich auch. Dann schwimmen alles so drin im Wasser, machen wir Wettrennen, da kommt auf einmal so Baby-Plansch-Plansch mit die Wasserflügel. Stell dir die größte Menschenmenge vor, die du gesehen hast. Die Zuschauermengen bei den Olympischen Spielen sind doch bestimmt noch größer. Wie viele Zuschauer finden wohl im Wasserspaziergang auf Tokio Platz? Lass mich schätzen, das weiß ich nicht. 2000 Jahre später. Ah, ich weiß halt nicht, ob die Japaner so übertreiben und so riesiges Klotz bringen. Warte, sagen wir mal 100.000. Es gibt 15.000 Sitzplätze. What's wrong with you? Lol. Im Anschluss an die Olympischen Spiele wird die Anlage umgebaut, sodass es nur noch Sitzplätze für 5.000 Personen gibt. Okay, ja gut, fast richtig. Ich wollte sogar 500.000 sagen, na egal. Schwimmen ist bei Olympischen Spielen sehr beliebt. Wenn du dich nicht beeilst, bekommst du keinen Sitzplatz mehr. In Japan beginnt jeder neue Tag früher als in Europa und Amerika. Ja, wie eine Zeitverschiebung. Ja klar. Oh, dann hinten ist Wendy und Bowser Jr. Diese Anlage wurde einst für die Olympiade 2020 in Tokio errichtet. Kein Wunder, dass das Schwimmbecken so neu aussieht. Ach, wie weit ist da noch jemand, mit dem man sprechen kann? Oder haben wir jetzt alle abgecheckt? Ah, okay, das waren alle. Bowser Jr., ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Kommst du daher? Ihr schon wieder. Ich gebe da nie auf. Das ist meine Spielkonsole. Miri, Katzi und Wendy hier. Hey, wo habt ihr eigentlich dieses Ding her? Was? Wo? Prinz Bowser Jr. und ich haben uns angesehen. Und wir haben König Bowser und Dr. Eggman dahinter entdeckt. Darin entdeckt, ne? Sie haben zusammen mit Mario und Sonic an Olympischen Spielen teilgenommen. Woher kommt das Ding nun her? Es kommt mir sehr verdächtig vor. Ja, weil es mir gehört. Eben, sie erfordern mich schon die ganze Zeit und verlangen das Spiel zurück. Es ist sehr verdächtig. Wird sofort verhaftet. Stopp. Es ist eine Zeit, dass du das Spiel zurück. Meinst du nicht auch? Und schon mal das. Ich habe doch nur gefragt. Wenn du so etwas sagst, werde ich nur misstrauischer. Prinz Bowser Jr., du kannst diesen Leuten nicht das Spiel zurückgeben. Yeah, das mache ich auch nicht. Haha, it's bad. Wenn ihr es unbedingt zurück wollt, dann tretet doch gegen mich an. Ja, genauso hat sie mit der anderen auch angefangen. Mit der witzige heißen Ruff, glaube ich. Na gut, dann nehme ich es mit dir auf. Ich kann nicht, es nicht ausstehen, wenn jemand sein Versprechen nicht hält. Im Schwimmen, ja? Besiege Wendy im Schwimmen. Okay, let's go. Ja, was soll ich da machen? Ich spiele natürlich mit Knöpfen. Pro Controller kann man keine Bewegungssteuerung machen. Oder zumindest schlechter. Also beginnt er gedrückt um Kraft aufzuladen. Neige beim Startsignal das Gedöns nach unten, um ins Wasser zu springen. Okay. Wegen den Stick, um die Finger in den Stick oder die Sticks entsprechend des Schwimmstils deines Charakters, um so zu schwimmen. Je schneller die Bewegung, desto schneller schwimmst du. Und welche Bewegung? Also welche, was muss ich mit Sticks machen? Steht das dort oder? Gutes Tempo füllt die Superkraftanzeige. Doch zu schnelles Schwimmen lehrt sie.
Wenn du die... I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Wenn du die Superkraftanzeige mindestens 50% voll ist, kannst du mit R Superschwimmen aktivieren. Nein, jetzt gönnst du nach oben oder unten. Temposchub, okay. Näherst du dich der Ende der Bahn, halt R gedrückt, um die Anzeige zu füllen. Nein, jetzt gönnst du nach unten, um den Charakter, dass sie von der Wand abstößt. Okay. Bisschen verwirrend. Ich werde noch kurz mal so auf die Steuerung schauen. Ja, ich soll nach unten kraulen. Ja. Brustschwimmen, Krokodilschwimmen, Schmetterling, kraulen. Als ob. Was mit der Krokodilschwimmen? Okay. Ja, super. Ja, sag mal, was müssen wir machen, du? Hilfe! Hallo? Alter, die Steuerung ist so verwirrend. Abwechseln nach oben, unten. Hallo? Ja, super. Funktioniert das ja gut. Hä, was ist das? Vor allem, wie kann sie mit Stöckelschuhen bitte schwimmen? Oder reinspringen allein schon? Das macht dir null Sinn. Nicht überspringen. So, jetzt nochmal. Start ist nach unten, kraulen, Schwimmlauf, abwechselnd nach oben und unten. Ja, habe ich ja gemacht. Hä? Ah, dieses Ding, das macht mich so aggressiv. Aber mein Controller hat das Spiel zu laut so. Na gut, okay. Gewonnen! Ja gut, diese ganze Knopfdruckerei hat mich halt verwirrt. Okay. Dann mal weiter. Ich habe verloren. Aber ich war sicher, dass er am besten schwimmen kann. Mit den Stöckelschuhen, das kann doch jeder. Das kratzt meinen Stolz. Und meine Stöckelschuhen, hehe. Ich sag sowas von fies. Ich kann nicht fassen, dass sie eine meiner feinfühligen Damen etwas antun würde. Ey, betreibst du etwas? Ich habe fair gewonnen. Aber du tust das so, als wäre ich eine Art Bösewicht. Das bist du nur du. Aber ich. Uah, ich würde weinen. Ich werde nicht verlieren, ne? Okay. Jetzt, Prinz. Bring das Spiel zurück zu Eggman, Nigger, und zeige es ihm. Nigger, so. Er ist schwer gestarst. Sie hat uns reingelegt. Genauso wie die andere davor schon. Ha, natürlich. Eggman Nigger wird für uns herausfinden, was mit dem Spiel auf sich hat. Wer ist Eggman Nigger? Bis dahin behält was Schönes. Ja, das ist nämlich ganz cool. Oh. Luigi, wenn Dr. Eggman das Spiel in die Finger bekommt, könnte es schlimm ausgehen. Oh. Hey. Lass uns auch mal nach Dr. Eggman Neger suchen. Hey. Du kannst ihm schwimmen, wenn die einsetzen. Ja, macht dir sehr viel Sinn mit den Stöckelschuhen, da kann man super schwimmen. Okay, dann mal zurück. Rat, was sagt der Silver noch was?
Ach so, noch Doktor, das wäre okay. Also hier mal wieder raus. Zur Karte von Tokio, den ist ja genau wach. Wo ist der Bowser? Da ist der Dogman. Dr. Eggman, egal wie er heißt. Nippon Budokan. Budokan, so. Was will der? Ah, ist beim Ringen. Das ist Karate, stimmt. Ein nämlichen Spiel 1964 in Tokio fand der Judo-Wettkampf im Nippon Budokan statt. Das ist doch toll, oder? Ich hatte mich schon darauf gefreut, in Japan einen Ninja zu sehen, aber ich habe noch keinen einzigen entdeckt. Ich könnte sie wohl gut verstecken. Ja, das haben wir schon mal. Okay. Den Ninji können wir vielleicht auch mal entdecken. Karate ist eine neue olympische Disziplin, bei der den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erstmal ausgetragen wird. Okay. Was bist du, Toadie? Hier im Nippon Budokan findet nicht nur Sportwagen statt, sondern auch viele, sehr viele Konzerte. Okay. Auch noch jemand zu diesen Lappen da hinten. Wow. Wow. Hm. Oh nein, wir sind zu spät. Ja, warum das nicht noch gestanden? Was ist denn das für Heini da? Schaut das wie so ein alter Opa oder Dr. Eggman. Ich dachte, das wäre nur Spielzeug. Aber die Konsole ist wirklich sehr faszinierend. Die muss ich für Forschungszwecke konfiszieren, oder? Eine Art Videospiel, in dem Dr. Eggman und Bowser gegen Sonic und Mario antreten. Geil. Habe ich schon lange gespielt, seit in Tokio, seit diesem SNES, den ich damals gehabt habe. Ne? Er könnte den gebaut haben. Ich werde nicht Nintendo. Das könnte, wüsste ich gerne. Genau, ich möchte es auch wissen. Das hat die Stimme verändert. Es ist an der Zeit, dass ihr das Spiel zurückgibt. Ich habe lange genug damit gespielt, oder? Marco schnappt sie doch an, dann nimmt sie wieder weg. Gib dir nie auf, das ist doch nur ein Spiel, oder nicht? No. Du der Bastard, der Baby, du. Wenn es unbedingt zurückfällt, dann gewinnt doch gegen Eggman Neger in Karate. Und ich weiß dabei, wie wir starten. Hehehe. Ja, ich wollte gerade antreten. Ich glaube, die können mich bezwingen. Dann sehen wir es mal auf der Matte. Aber ich werde es umlegen. Macht dann leider Konkurrenz mehr. Aber wenn ich gewinne, dann behalte ich das Gerät noch eine Weile. Wie klingt das, ne? Ey. Und Luigi muss, oder? Luigi muss gegen ihn kämpfen. Die letzte Treffer bringt Punkte, wenn das Team Punkte hat erreicht, gewinnt. Okay. Stärke mit A schlägst schneller mit einer kurzen Reichweite. Okay. Tritt mit X. Hier sind langsamer als Schläge, aber eine große Reichweite. Sehr gut. Okay. Dragon Ball. Ja, moin, ich mache auch gut. Okay, 5 Punkte. Also, Moment, Viva. X treten und A schlagen. Okay, gut, das ist ein Speer. Let's go! Boom, boom, boom! Ha! Yame! Ah ja, stimmt! Boom, und er liegt. Ich hab eigentlich zu wissen, ich gehe auch Karate. Mal ganz nebenbei. Yame kommt mir bekannt vor. Okay. Wenn der Gegner versucht, ihn hier zu schlagen, hast du selbst mal gewonnen. Okay. Ha, wegen Corona war ich schon zu lange nicht mehr Karate. Voller Bewegungsmangel. Yeah, Luigi, bester Karate-Man. Okay, ich höre mit ihm ins Spiel. Ne, guck's nicht, Test. Pfah, mach damit, was ihr wollt, das ist nämlich kein Stück, Alter. Das ist meins, du meinst nicht ernst. Hey, komm schon, du musst es untersuchen, ich hab extra dir zugebracht. Ah, jetzt fällt's mir wieder ein, ja, stimmt. Was, woran hast du dich erinnert?
Dr. Eggman, das Konzept für ein Spiel vor so langer Zeit entworfen. Das ist mein Bruder, der müsste wissen. Alles klar. Und? Gott gewartet, das Spiel ist eindeutig eine Kreation von Dr. Eggman. Leute, Master. Mario, Sonic und Papa wurden in das Nein gesagt, der Witz hängt mir leicht zum Hals raus. Wir haben doch gesagt, das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Wenn das stimmt, dann können wir das Gerät auf keinen Fall zurückgeben. Ich muss eine gründliche Analyse durchführen und einen Weg finden, Dr. Eggman Bowser zurückzuholen. Aber Mario und Sonic dürfen gerne dort bleiben. Ja, wir müssen Papa und Dr. Eggman retten. Die anderen dürfen dort drüben bleiben, zum Lappen. Lass sie abhauen, Dr. Nigger. Dr. Eggman Nigger. Er nimmt schon wieder mit. Dann behalte ich die Spielkonsole wohl für das Erste. Halt! Das ist schlecht. Genau wie erwartet. Wenn Dr. Eggman Nigger das Spiel analysiert, um den Weg für Bowser und Dr. Eggman zu retten. Ja, das ist nicht gut. Dann steckt Mario und Sonic vielleicht viermal dort fest. Ja, wir müssen die Spielkonsole irgendwie zurückbekommen. Du kannst den Karate Dr. Eggman Nigger einsetzen. Warum sag ich immer Doktor? So. Ah, da ist, was ist das? Ah, Karate zu Olympischen Spielen 2020. Gucke an, das bedeutet. Es gibt zwei Kategorien. Einer ist Kumite, aber wie ist die andere? Ah, wat? Kata. Ja, siehst du, der Karate-Profi. Ein Kata wird dich gekämpft und ein Spart wird für eine Ausbildung verschiedene Karate-Techniken bewertet. Ja, siehst du. Was sagt der Eggman Nigger mit Dr. Eggman zu tun? Ist es verwandt oder ist es der Bruder? Er ist der Nachfahre. Ach so, gut dran. Eggman Nigger von Dr. Eggman, dessen Hinterhaltigkeit und wissenschaftliches Genie geerbt. Kann ihn aber nicht leiden. Ach, siehst du, das sind Bonusfragen. Gibt's überall. Was willst du? Wenn jemand sucht, soll die Vektor fragen. Ich bin ziemlich sicher, dass er im Olympiastadion in Diskussion Disco werfen bleiben wollte. Ja. Yes, geh mal zurück. Wo ist jetzt verschwunden? Muss ich zu Vektor oder gibt es noch irgendwas anderes, wo ich hin muss? Ich muss zu Vektor, gell? Okay. Olympiastadion. Jetzt schauen wir da nochmal rein. Da werden wir vielleicht sogar Diskus werfen. Oh? Luigi, da ist Vektor. Wir sollten bitten, bei der Suche nach Pausschuhen und Dr. Eggman Nigger zu helfen. Hey. Nicht Doktor! Nix Doktor. Kapitel 6. Noch ein Duell. Ah, wir verpixelt. Yes, ich habe es gewonnen, Bro. Schau mal, wie geil ich bin. Sehr gut, Bowser. Jetzt, wo der nervige Igel und seine Kameraden weg sind, wird das ein Kinderspiel, sag ich dir. Mario und Sonic werden weiter im Dunkeln tappen, während wir einen Haufen Gold sammeln. Hohoho, ich habe einen ziemlich Schreck bekommen, als wir in die Spielekonsole gesaugt wurden. Mein wahres Genie, wie ich hätte diesen geheimen Trick programmieren können, nicht wahr, Bowser? Du Flasche, du hast auch und du hast mich auch reingesaugt. Versuch einfach anzugeben, oder soll ich dir sagen, wie großartig du bist? Beides. Also gut, wenn wir erst kommen sind, werde ich dir ein Lobeslied singen. Ein Lobslied. Loblied, so. Ach, na gut, dann lass uns das beim nächsten Wettkampf für eine Goldmedaille erst gewinnen. Ich werde mein Genie demonstrieren. Hey, ihr Lappen, wir sind auch noch da. Auch der Eggman Bowser, ich enttäuscht euch nur ungern, aber wir wissen alles über einen Plan. Der wird die Goldmedaille mit dem geheimen Weg zurück in die echte Welt.
Wovor redest du? Ich hab keinen Schimmer. Was meinst du? Was für ein Plan? Der James Bond, Toad. Ich habe was gehört, die redet halt ziemlich laut. Nein, du hinterlegst einen Pilz. Du lappt mich, weil ich köpfe und dann werde ich den Pilz auffressen. Sie wissen also über alles Bescheid. Das bedeutet wohl, der Trick ist kein Geheimnis mehr. Crap. Grrr, ich hab wohl recht. Wenn wir Goldmedaillen sammeln, können wir in die echte Welt zurückkehren. Und ihr könnt uns nicht aufhalten. Erst über alles Bescheid wissen werden wir kaum einfach unter dich herumsitzen. Ja, mal, was, mal. Oder du bist blöd, was im nächsten Wettkampf gegen mich antreten? Yeah. Du Lappen, du kannst dir nichts. Ah, ist das Boxspringen? Aber nächstes Mal ist der Sprung meine Spezialität. Nicht einmal Mario kann es darin mit mir aufnehmen. Dr. Eggman, hol die Goldmedaille. Alles klar. Okay, drück mal Anlauf A, wiederholt und zu laufen. Schnell du da rein zu Level. Okay. Also A spammen. Wenn du das Sprungpad erreichst, erscheint die Sprunganzeige, halt A gedrückt, um zu springen. Drücke und halte A, mit dem Sprung zu gehen. Okay. Hier auf dem Bildschirm angezeigt, okay, das, hat dann noch nicht getrocknet. Nachdem du viel eingegabst, okay, dann bei der langen Nummer A drücken, okay. Also am Anfang A spammen. Mach mal normal, oder? Mario! Mario! Renn Mario, renn du Lappen! So hoch! Großartige Technik! Eine sichere Landung! Yes! Ein akzeptables Ergebnis! Okay, 5,367. Startet den zweiten Versuch! Aber der Eggman hat 6000 gehabt. Was zum Henker hat er anders gemacht? Sehr gutes Tempo! Ah, nicht hoch genug! Eine verpatzte Landung? Das hab ich schon besser gesehen. Boah, crap, okay, das war richtig schlecht. Ein persönlicher Rekord. Ein persönlicher Rekord, 0,0. Laber doch nicht. Okay, warte, crap, er muss höher springen. Ich mag's mit normal schaffen. Mario. Beim ersten Sprung. Sehr gutes Tempo. Was für ein Sprung. Großartige Technik. Eine sichere Landung. Und? Ein gutes Crap. Du musst weiter. Warum freist du die? Du bist schlecht. Mario. Zweiter Sprung. Was schaffe ich denn? Die Landung, oder? Sehr gutes Tempo. Was für ein Sprung. Großartige Technik. Eine perfekte Landung. Großartig. Ah, geht sich das aus? Geht sich das aus? Ich glaube nicht, oder? Wie zum Henker, wie gut ist der? Dann probier's halt leicht. Was ist denn die Laufstrecke oder was? Erster Sprung. Erster Sprung. Ich hab der gleiche Ansager wie von Super Mario Party, der wieder so depressiv ist. Sehr gutes Tempo. So hoch. Großartige Technik. Eine perfekte Landung. Großartig. Ey, spring noch weiter, du Lappen. Wie kann es sein, dass der Typ 6000 irgendwas hat? Jetzt haben wir gerade Abi, ein Kranker. Sehr gutes Tempo. Was für ein Sprung. Großartige Technik. Eine verpatzte Landung? Das hab ich schon besser gesehen. Mark Kravitz, warum ist das so ein Scheiß? Funktioniert der Null. Sprunggymnastik, wie kann der Typ 6700 haben? 6,7. Okay, gut, der Spam hier aber echt wie krank, ja. Beim ersten Sprung. Spam, du Lappen!
Ah, gib doch mir 6,7, bitte. Startet den zweiten Versuch. Bitte renn, Mario, renn. Schnell, bitte. Sehr gutes Tempo. Boom. Aber nicht wieder, oder? Das ist ein neuer Rekord. Sag mal, habt ihr da auch so Probleme gehabt, oder bin ich der Einzige, der so ein Noob ist? What the fuck? Was ist zum Henker? Das nächste Problem wird schwer, wenn es wieder nicht hinhaut. Okay, aber jetzt wird's gespammt wie ein Kranker. Und warum so wenig? Du scheiß Pisser-Ansager, Alter. Am zweiten Sprung. Ich hab jetzt gespammt wie ein Kranker. Renn halt mehr. Was für ein Sprung! Was muss ich überhaupt machen? Großartige Technik! Eine perfekte Landung! Eine perfekte Landung, aber ich gebe dir nur 5,5, weil ich entkrank. Warum freist du die Mario? Du hast verkackt zum 10. Mal. Das ist ja schwer. Mario. Muss jetzt mehr Knöpfe drücken, aber kriege ich mehr Punkte. Erster Sprung. Erster Sprung. Ich habe Spaß in meinem Leben. Ich bin der coolste Ansager der Welt. Sehr gutes Tempo. So hoch. Oh nein. Crap. Das habe ich schon besser gesehen. Ja, halt dein Maul, du scheiß Ansager. Ich sag doch, du bist zerstört. Aber du wusstest, dass es mit runter geht. Was soll das riechen? Sehr gutes Tempo. Siehst du, wie gut ich bin. Eine sichere Landung. Ein gutes yes, endlich. Jetzt darfst du dich reinmachen, weil jetzt hast du endlich was geschafft in deinem Leben. Alter, du Lappen. Jesus Christ. Und trotzdem Goldmedaille. Super Mario, niemand kann's, das war's erreichen, machen wir weiter so. Scheiße, du kleiner Nichtskönner. Dass diese nicht sollte sich immer einmischen müssen. Kannst du dich nicht irgendwie aufhalten? Du hast diese Welt doch erschaffen. Ja, das stimmt, Bro. Satrix habe ich nicht eingebaut. Ich bin halt sozial. Nichts wie Mario Maker 2. Fahre ich gleich wieder aus dem Panzer raus. Schließlich wissen sie nicht, was zu tun ist, wenn sie jetzt die Goldmedaille erst haben. Moment mal, es reicht nicht, die Goldmedaille nur zu sammeln. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Vielleicht rede ich noch lauter, damit andere mir nur mithören können. Ei, ei, ei. Kapitel 7. Zeit für die Analyse. Ja, aber es wird auch Zeit, den Part zu beenden, sehe ich gerade. Luigi, da ist Vector. Wir sollten ihn bitten, bei der Suche nach Bowser Jr. und Eggman Nagger zu helfen. Oh, ich habe mir nicht Dr. Eggman Nagger gesagt, Alter. Bin ich cool. Ja, okay, das war's dann mit diesem Part von Mario zeigt bei Olympischen Spielen. Hoffentlich hat er euch gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Like und einem Abo. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.